Hallo zusammen. Gestern hatte ich ja Bomber Drone vorgestellt, ein Mixed Reality Spiel, wo man eine Drohne, eine virtuelle Drohne steuern kann. Ich habe mir so überlegt, heute Nacht, das müsste eigentlich auch draußen gehen. Da es draußen aber 0 Grad ist, habe ich das von der Wohnung aus gemacht und bin einfach aufs Fenster geflogen. Schaut euch das mal an, das macht wahnsinnig Spaß. Also für mich ist das bis jetzt die beste Mixed Reality. So, auf geht's zum ersten Flug. Steuerung ist sehr identisch, wie als wenn man eine echte Drohne steuert, also von der Physik her. Es gibt, glaube ich, 4 Drohnen in der App. Haben auch alle andere Flugeigenschaften. Ey, was brauche ich, eine echte Drohne? Das geht auch so super gut. Ja, ich baller da manchmal so sinnlos rum. Das mache ich aber deswegen, weil ich dann die Richtung weiß, in der ich fliege. Ey, das macht Spaß. Das ist einfach genial. So. Schauen wir uns gleich nochmal die andere Drohne. Dann nehme ich mal das UFO, das sieht auch witzig aus. Eigentlich ist der Bomber-Drohne so ein Strategieshooter, hat halt diesen freien Modus. Ja, das habe ich gestern mal in der Wohnung ausprobiert. Es geht auch draußen. Ich habe mal so ein Roomscale gemacht, wo ich mich aufhalte, bin das Ding einfach rausgeflogen. Also in der Wohnung hat man ja seine Wohnung gescannt und da stößt das Ding auf ihre Möbel. Also richtig realistisch. Und hier ist es halt so, wenn ich würde natürlich durch die Häuser durchfliegen, wenn ich jetzt auf ein Haus zufliege. Da ist ja keine Begrenzung. Ah, es macht Spaß. Ich bin immer noch baff. Und ich werde auch draußen mal eine richtig schöne Aufnahme machen, da Rucksack irgendwo mal in die Wälder mit meiner virtuellen Drohne. Wie mit der Quest 3. Das macht richtig Spaß, das fühlt sich echt total echt an. Gehe ich mal da runter zu den Bauarbeitern. Oh, er guckt. Warte mal, er denkt sich, oh, was macht der denn da? So, dann will ich nochmal von der anderen Straßenseite mal rausfliegen. Das ist herrlich. Ich schwärme total. So, komm zurück, jetzt packen wir dich wieder ein.
Ich hoffe, das sieht mich keiner. Wenn er von den anderen Fenstern in seiner durchguckt. Naja, die müssen ja noch kurz. Ja, das hat man nur ein bisschen gesehen gerade, weil das ist ja keine Begrenzung, ist ja logisch. Ich kann ja nicht die ganze Straße da einscannen. Dann fliegt man halt nicht so durch die Häuser durch, dann tut man so, als wäre da. Es fühlt sich so echt an. Klar Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Holt euch das Buchspiel, das gibt es im iPad, glaube ich. Verlinkungen mache ich auch nochmal in die Artikelbeschreibung. 7,99 oder was. Aber das ist allemal wert. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur dieser Freiflugmodus. Das Hauptspiel ist ja ein bisschen anders da. Und das geht also nicht mehr so. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen.